Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf den Faction Server Pitfolge. Jo. da sind wir schon mal einmal abgeflogen. So. Jo. Wir sind ja am Spawn, ne? Muss mal gucken, ob ich hier die Einstellungen noch verändern kann. Das wollen wir schnell machen. Jo, hier sind wir am Spawn, kennt ihr schon. Wir gehen mal nach Hause. Und müssen feststellen, hier stimmt was nicht. Warum sind die Dinge offen? Und wo sind die Schilder? Also ich glaube, die haben keinen Platz mehr im Inventar. Ja. Nee, natürlich wusste ich das schon. Wir wurden wieder mal geradet. Man hat unsere Kisten ausgeräumt, wo man sagen konnte, hey, das brauchen wir. Jetzt habe ich beschlossen, dass wir hier in Zukunft OP-Kisten bauen werden. Die mit Lava funktionieren. Gut. Hey, da haben sie noch eine Spitzhacke drin. Die Trottel. Oder das Inventar war voll. Aber hier steht da was TNT und so drin. Ender Pearls. Essen fehlt. Warum nehmen die Essen mit? Haben die nicht genug davon? Ja. Das ist auch mal wer. Leere Eimer hat. Die haben zwei Kisten Lava mitgenommen. Redstone in Massen. Ja. Alles was gut war, haben sie mitgenommen. Und scheiß wie Holz haben sie drin gelassen. Ist ja auch ein bisschen holen. Hier Bilder haben sie drin gelassen. Na gut, wie gesagt. TNT fehlt. Die Scheißrüstung haben sie logischerweise noch reinlassen. Villager sind tot. Und was mir am meisten wehtut, alle meine Tiere. Hier waren Fettschafe drin. Hier waren Ladung Hühner drin. Hier weiß ich gerade nicht. Hier war Kühe drin. Oh, die haben Lava vergessen. Der war Obsidian. Weil die haben vielleicht gedacht, dass noch Futter da drin. Gut, dann werde ich das erstmal sichern. Falsch. Jetzt keiner kauft. Der Non-Premium. Den Platz im Auktionshaus. Ich meine, die Crystals haben sie offen gesehen. Dann sind sie auch schon durchgewühlt. Dann brauche ich draußen ja nicht nachgucken. Dann fehlen draußen definitiv Trichter. Ja, sieht ganz schön barbarisch leer aus. Worum ich am meisten heule, ist, dass die Kiste leer ist. Da war Gold, Eisen und hat man nicht gesehen drin. Gut, alles klar. Dann gucken wir mal, dass wir in der Farmwelt was zusammenreißen können. Vielleicht damit. Das ist so ein so. Naja, das ist fast so im Arsch. Der Wunder hat es nicht mitgenommen. So, was Schnacko Fratzen. Sich ausgeändert mit dem Kern. Hier müssen wir spawnen. Spawnen werden wir nochmal schnell dafür sorgen, dass unser Auktionshaus-Inventar ein bisschen sortiert ist. So, also 10 haben wir jetzt drin oder haben wir als ich das letzte Mal unten war, gesichert hatte. Ja, habe ich nochmal dahin teleportiert. Ich
Vorsicht behaftet. So, auf ins Inventar. Das muss auch definitiv jetzt auch so und so verwendet. Wenigstens hat man das als Non-Thing. Da hat man nämlich ein paar Plätze frei. Ich hoffe, das hört sich nicht so komisch an, weil ich bin etwas verschnupft. Musste meinen Rechner auch mal wieder neu machen. So, den machen wir ein bisschen runter. Den Rechner neu machen, weil ich ein Virus hatte. Ja. Entschuldigt. Wir gehen jetzt eine Runde auf Kistentour. Und hoffen, dass wir ein bisschen was überleben. Dann schauen wir mal. Ach nee, wir brauchen ja nicht mehr ins Übergehen. Wer bringt uns? Ja, nichts. Ach, wenn ich gerade jemanden in die Arme. Der wird bestimmt da gleich hoch rein. Seid doch. Ich bin Hellseher. Geil. Jo, unsere Base ist immer noch sehr zerstückelt, deshalb möchte ich euch jetzt auch nicht zeigen. Also nicht zerstückelt vom Void oder so. Sondern. Oh, da ist schon wieder einer. Mit Schwachstelle. Das bringt nämlich auch nicht, wenn ich euch jetzt. Ja, töte mich. Super. Hast du beigemacht. Hast mich mit dem Hebel gekillt. Hast ein bisschen Essen bekommen. Wow. Warten schon den nächsten. Das ist gerade eine ungünstige Zeit, aber jetzt sind so viele da. 69 Spieler. Aber gut, aber gut. So, dann smashen wir uns hier hinten mal an der Seite durch. Wir laufen sehr wenige lang. Dass wir eine Chance haben, hier nochmal was zu kriegen. Und weil wir eine Chance haben, hier eine Runde zu überleben. So, ins Haus brauchen wir ja nicht gehen, da stehen sie meistens drin rum. So, hier mal ein bisschen Gas hier. So, ich hoffe, da oben ist gerade keiner drin. Ich hoffe auch, dass die Kiste da ist. Und da hoch. Ah, die Kiste ist nicht da. Und sie hat uns am Leben gelassen. Der will ich ganz genau hin hier. Und vorhin schon mal getroffen. Der stand vorhin schon mal da oben, also warum will ich gar nicht hingehen? So, dann hat er bestimmt hier hinten noch die Kiste schon weg. Nee, die ist noch da. Enderpearl Kartoffelspieß. Auch wenn wir die Enderpearl mal benutzen. Läuft nämlich hinten über den Berg rüber zu der Kiste, die er diesmal noch nicht hat. Aber der hier, leere Glasflaschen. Was schaffe ein Huhn? Huhn oder Huhn? Ich glaube, das war Huhn. Und die haben wir mehr von. So, sonst war hier nicht viel gerade. Wir werden jetzt mal sehen, dass wir noch ein paar Kisten uns einheimsen können. So ist die generelle Route, die ich eigentlich immer so laufe. Die ist so relativ sicher eigentlich immer. Ich muss wieder überlegen. Ich vergesse immer, an welchem Baum die Kisten waren. Ja, hier ist auch immer voll dunkel. So, so, so. Ja, hier. Hier war sie nicht. So. Da hat ein Baum und zwei Kisten. Das ist auch nicht. Also,
anstrengend wieder, die sind diesmal weggeräumt, ausgeräumt worden. Oder ich bin an den falschen Bäumen. Also ich bin definitiv schon mal in den richtigen Bäumen. Dann mal gucken, was für noch was. So. Und join mal hier weiter. Super, Sieg ist weggepackt. Enderman. Vergiftung brauchen wir nicht. Enderman können wir so im Inventar packen. Der ist nicht so wichtig. Wenn man mitnehmen können, wäre das super. Ansonsten brauche ich eigentlich nur ganz viel Obsidian und ganz viel. Falsche Richtung? Ja. Falsche auch. Ja. Ja, das war der Fall auf dem Test der Richtige. Viele denken, in den Bergen sind keine Kisten. So werden die meistens auch nicht gelootet. Coolste Vergiftung, Langsamkeit. So, der coolste wird natürlich wieder gesichert. Das war Legendary Crystal. Wow! Fucking geil! Ein Legendary. Mein erster wieder. Nach sehr langer Zeit. Gut, dann wenden wir mal. Hier. Fucking Legendary Crystal. Ich mal die leere Flasche auspacken können. XP sammle ich natürlich auch, ne? Wird von mir gleich mal eine Runde sichergestellt, weil wenn mein Sohnemann kommt und zocken will, braucht er wieder XP. Er braucht immer XP. Ich habe so wenig davon, aber er braucht das. Naja, nicht so schlimm. Ich kann ja öfter spielen als er. Ich könnte auch viel mehr XP haben, wenn ich wollte, aber ich sammle das, wie gesagt, immer. So, jetzt rennen wir hier hinten hin. Hier hinten ist nämlich auch nochmal ein Platz, wo eine Kiste ist. Sag ich doch, da ist er. Da brauchen wir mal hier Slime. Erschaffer. Was ist eigentlich Erschaffer? Aber dürfte Schneegolem sein. Und da sind wir wieder dabei. Irgendwas wieder hier sichert werden. Die Hauptaufgabe in dem Spiel von mir ist jetzt irgendwie alles zu sichern. So, und bei der Schmackofatze mal weit und dann hier mal zum Friedhof. Auch am Friedhof gibt es eine Kiste. Und ich weiß jetzt nicht, wo hier wieder bei den Bäumen. Aber auch hier bei den Bäumen irgendwo ist eine Kiste versteckt. Wie gesagt, Leute, ich hab Kisten als einmal. Also ich renne hier so oft lang. Wörtlich, so oft. Aber ich kann mir irgendwie nie merken, wo die sind. Also nicht den Platz. Ich weiß zwar, wo ich lang laufen muss in der Hinsicht, aber so den Platz kenne ich meistens nicht. So, die Enderpearls hier können wir verticken. So, dann hier beim Friedhof. So, mal sehen, sind wir schneller. Da hinten am Zaun wartet schon die Kiste auf mich. Eine Stärke kann man nicht eigentlich nicht gebrauchen, weil hat er nicht mehr schwer sein. Und wieder ein Coolste. Denk mal wieder sichern.
gucken. Sind wir schon bei 15 Minuten? Dann schaffen wir heute halt nur eine Kistentour. Ist ja nicht so schlimm. Beim nächsten Mal wird es dann interessanter. So, jetzt laufen wir hier komplett zurück. Bis zum Häusle. Und am Häusle steht natürlich wieder eine Kiste. Ins Häusle geht man logischerweise nicht. Und dann drehen wir eigentlich uns wieder im Kreis und gehen genau denselben Weg wieder ab. Nö. Der hat die Kiste schon, da brauche ich mehr hinlocken. Das bedeutet für mich nur Tod. Wenn ich da hier. Der auch. Also nicht zurücklaufen angesagt. Sondern sterben. Ja. Dachte ich mir. Kann ich nicht mal in Ruhe zurück nach Hause. So, jetzt habt ihr die Kistentour. Ich beschließe mir jetzt hier aufzuhören. Alles klar, ciao, ciao Leute, ich bin raus. Kistentour, wir sehen beim nächsten Mal, sehen wir was Besseres. Hoffentlich nicht schon wieder, dass wir gegradet wurden. Und vielleicht zeige ich euch auch das nächste Mal meine Base. Jo. Also bis dann, ciao, ciao, ich bin raus.